Unsere Skifahrer haben am Wochenende ein bisschen auslassen. Dafür waren die Snowboarder am Kreischberg super erfolgreich. Und drum war der WM-Abschluss dort eine einzige Party. Carmen und Michael waren schon beim Eröffnungswochenende dabei und auch beim Finale haben sie kräftig mitgefeiert. Einmal ist kein Mal, haben sich Carmen und Michael gedacht. Und weil es so schön war, geht's nochmal zur Snowboard-WM. Nachdem sich Carmen von ihrem Job beim Skiverleih in Zell am See erfolgreich losgeeist hat, geht's wieder Richtung Kreischberg, direkt ins Party-Weekend. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Beachparty und wir werden es überleben. Im ersten Partyzelt kommt die Musik noch aus der Konserve. Vom Beach sieht man zwar nichts, der Stimmung schadet es aber auch nicht. So, da, jetzt haben wir da vorm Beachzelt. Und jetzt spielt, wer spielt er? Ich weiß nur, Nena spielt und Sportfreunde Stiller. Bei den Sportfreunden Stiller erobert sich Carmen gleich den besten Platz oben auf der Box. Auch hier keine Rede von Beachparty, was die Leute aber nicht davon abhält, vom Stage zu diven. Und wer schon nicht von der Bühne springt, der singt dafür bei Nena lautstark mit. Beachparty war gestern so lustig, dass ich jetzt wieder schlafen gehe. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Auch tagsüber gibt es am Kreischberg jede Menge zu tun. Zum Beispiel Daumen drücken für die Österreicher. Oder Zeug einsacken. Gibst du was gratis? Merchandising-Aktion. Ich nehme alles mit, was ich gratis bekomme. Okay. Erfolgreiche Aktion. Doschlich. Weiter geht's zum nächsten Standl, oder? Was setzt du gerade jetzt? Jetzt habe ich einen Nokia. Ich glaube, ich zeig's dir einfach. Handywärmer. Geil, jetzt habe ich mein erste gratis Ding. Ich habe keine Zeit gehabt. Nicht ganz gratis geht's weiter, aber für besondere Erlebnisse lässt man schon mal was springen. Noch ein kurzes Stoßgebet von Michael und dann ab Richtung Himmel zum Rundflug über den Kreischberg. Nach 10 Minuten Höhenluft geht's zurück auf den Boden. Aufs Eis, um genau zu sein. Go-Karts mit Spikes sind der ultimative Winterfahren-Sporttrend. Mit dabei Formel-1-Testfahrer Nico Rosberg. Michael nützt die Gelegenheit und holt sich Tipps vom Profi. Mit der Startnummer 6, Nico Rosberg. Du als Profi musst mir jetzt mal zeigen, ob man gerade die Dips in der Kurve hat. Das Wichtigste ist eigentlich, ein bisschen früher zu bremsen. Okay, unter der Kurve noch mal Gas geben ist blöd, oder? Ja, aber langsam, ganz langsam, dass es nicht zu schwer geht. Rennen gibt Michael alles. Die Tipps haben aber nicht viel genützt. Für einen Platz am Stockerl reicht's nicht ganz. Aber wen interessiert das schon nach diesem wirklich geilen Wochenende? Gleich bei uns der Ex-Starmaniac Martin aus Bozen. Freiwillig hat er Starmania verlassen. Bereut hat er seinen Schritt nicht und trotzdem leidet er Woche für Woche.